Hallöchen und herzlich willkommen. Ich habe mich schon hier hingelegt, also hier hingesetzt. Höre jetzt im Ordis zu, da muss ich aber auch nicht mehr zuhören. Das ist. Wir könnten mal was anderes machen. Wir könnten mal irgendwas machen. Das Problem ist einfach, das bringt mir nichts, solange ich keine. Also mir bringt das nichts, irgendwas anderes zu machen, außer für Quests, wenn ich keine Waffe habe, die ich leveln kann. Weil ich. Ich kann grundsätzlich nichts verbessern, außer die Mods. Also ich kann nur Mods kaufen, das kann ich mit Grades machen, aber. Verbessern kann ich jetzt nicht wirklich was. Also von dem her. Missionen. Einfach Missionen. So, M-Prime. Jetzt spielen. 5 bis 7. Ich weiß gar nicht, was für eine Stufe wir eigentlich sind. Jetzt habe ich schon wieder vergessen zu gucken, wo meine Energie ist. Naja. Genau. So, ich muss das Fenster wieder zumachen. Die Sonne kommt rein. Und ich werde den Rollladen gleich runterfahren lassen. So. So. Tötet 10 Gegner im Nahkampf. We are going to attempt to use a cascade bomb to destroy all traces of infested here. The bomb will take time to arm. Protect it until it's ready for detonation. Okay. Ach du Kacke. Okay, das wird jetzt. Jetzt gucke ich mal, wo ist meine Energie? Ist das die Leiste, die ganz untere Leiste oder ist es die Erfahrungsleiste? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh, Welle im Anmarsch. Kaskadenbombe, okay. Ich sehe nichts. Geht weg von der Bombe. Wäre ich euch sehr froh. Was ist das? Geh weg. Geh weg. Das Kaskadenbombe lebt noch. Komm schon aus. Es wird. Es wird, glaube ich, etwas schwieriger werden. Jetzt wurde die Fähigkeit freigeschaltet. Wo ist was? These creatures appear to be mindless monsters, but they know we're up to something, and they're trying to stop it. Das ist grundsätzlich eh normal, ne? Wo ist noch eine Tür? Muss immer noch so ein Riesenkoloss sein. Aber daneben. So. Irgendeiner schlägt auf die Bombe ein. Wir haben grundsätzlich keine Chance gegen die. Gegen das Schild, ne? Ich glaube, das Schild ist ziemlich overpowered. Na, nee, das. Ihr wollt mich auch gar nicht verletzen, oder? Ja, das Schild ist ziemlich overpowered. Also das.
wie ein Scheißvieh. Ah, erledigt, sehr schön. Puh. Kostet auch Leben. Ja, geh weg. So. Alter! Geh weg! Lass das in Ruhe! Okay, ich bleib eh nicht an, oder? Nee. Und die Bombe angegriffen. Okay, die hat schon ein bisschen. When this cascade bomb goes off, a wave of void energy will tear through the complex, ripping the life force from all organic matter, but leaving the structure intact. It's our only chance to stop the scourge before it starts. Was kennen wir von? Aua. Von Dings kennen wir das, ne? Dass die so eine Bombe gab's bei. Gab's bei Bulletstorm, gab's auch so eine Bombe? So eine DNA-Bombe. Die alles am Leben ließ. Geht weg von der. Oh! Langsam wird's anstrengend. Ich glaube, das Gift ist ja auch nicht so gesund. Dann im Gift drin stehen. Ich glaub's nicht. Aua! Ja, geht weg. Ah, wo ist er? So. Alter, verpisst euch! Gut, dass ich dieses Feuerteam bekommen habe. Hat schon ein bisschen, also kann schon was. Puh. Die Waves werden nicht einfacher. Von denen kommen eh nicht durch. Geh weg. Hier sowas. Wow. Ah, dieses Mistviecher. Warte ich. Ich denke dich. Geh weg. Irgendwo ist noch ein Vieh. Diese kleine Mistviecher, die sieht man nicht. The bomb is almost armed. You just have to hold out a little bit longer. Ja, ja. Schaff ich schon. So, nimm das. Eine getroffen. Das ist schon recht gut. Geht weg von der Bombe. Boah, ich muss aufpassen. Ah, können die mich nicht attackieren oder was?
strange. Die können mich anscheinend nicht attackieren, wenn ich auf der Kiste stehe. Was grundsätzlich geil ist, wenn es eine Kiste gäbe. So. wenn es eine Kiste gäbe, die so die letzte Welle. Okay, everyone down. Sehr schön. Ja, wie schon erwähnt. Das ist. Das Ding ist. Scheiße, zu weit weg. Lass doch meine Bombe in Ruhe, das ist doch. Einfach nur unhöflich. Puh. Wäre cool gewesen, wenn man. Wäre cool gewesen, wenn hier. Und wenn man noch zu einem Extraction-Punkt fliehen hätte müssen, das wäre noch cool gewesen. So nach so ein kleines, ja, das wäre noch cool gewesen, aber naja, so ist auch ganz cool. So levelt man die Waffen um einiges. Rang 9, Rang 11, Rang 8, das war schon nice. Ah, 5% Durchschlagsschaden. Ja, Fusionskern. Zielgenauigkeit ist ziemlich low. Also, naja. So. Abgefangene Nachricht, Quarantäne gebrochen. Meine Königin, ich fühle mich beschämt, berichten zu müssen, dass die Einmischung der Tenner eine Störfall in unseren befallenen Laboren auf M-Prime verursacht haben. Ich habe sofort gehandelt und die Zerstörung der Anlage befohlen, was den Ausbruch eingedämmt hat. Tragischerweise glaube ich, dass die Tenner Sporen gestohlen haben und beabsichtigen, die Seuche gegen uns einzusetzen. Ich werde sofort handeln und Gegenmaßnahmen einleiten. Ich werde nicht erlauben, dass dieses unethische Verhalten der Tenno unsere Sache gefährdet. Für die Königin Dr. Tangles. Okay, das ist der nächste Gegner, ne? Befall ausgelöscht, Tenno. Die Kaskadenexplosion war erfolgreich und der Asteroid. Operator, the system needs you. Will you begin another mission? Ja. Der Asteroid wurde von Befallen befreit. Ich fürchte jedoch, dass die Bedrohung nicht so einfach eingedämmt werden kann. Dr. Tangles Experimente sind auf widerwärtige Weise unverantwortlich und bedrohen das gesamte System. Hoppla. Wenn nur ein einziges befallenes Schiff ein bewohntes Gebiet erreicht, werden wir nicht mehr dazu in der Lage sein, die Ausbreitung aufzuhalten. Es kann nicht kontrolliert werden, die Grenier sind genauso bedroht wie wir. Um dich auf diesen Kampf vorzubereiten, habe ich dir etwas geschickt, das sich gegen diese Bedrohung als effektiv erweisen sollte. Hoffen wir nur, dass du es nicht benötigst. Hitzeschwert Blaupause, oh yeah. Der Gegenstand wurde an den Inventar gesandt. Einmal erwacht. Quest abgeschlossen. Abgefangene Communiques haben enthüllt, dass die Grenier mit einer Art Biowaffe experimentieren. Wir benötigen weitere Informationen. Sehr schön. Die Quest abgeschlossen. Ja, jetzt anscheinend haben wir keine neuen Quests mehr. Schauen wir mal die Schmiede. Hitzeschwert, das wäre nämlich ganz geil. Die Frage ist nur, wo wir das alles herkriegen. Wir brauchen Schaltkreise und neurale Sensoren. Ja. Die Frage, wo wir das herkriegen, ne? So, schauen wir mal, ob wir neue. Ob wir etwas Neues hätten. Nein, den Fluss habe ich. Dann das auch. Gleichgewicht habe ich auch. Das heißt, ich könnte jetzt. Einen Zweier könnte ich reinlegen irgendwo. Das heißt, ich könnte irgendwas reinlegen, was zwei Dinge hat. Fähigkeitsdauer könnte ich erhöhen. Die Gesundheit könnte ich erhöhen. Die Schildkapazität könnte ich nochmal erhöhen. Könnte das fusionieren. Die beiden Schildkapazitäten könnte ich fusionieren. Okay, ich fusioniere die Schildkapazitäten mal. Dann gucke ich mal beim Bogen. Magazinerweiterung. Nachladegeschwindigkeit, Schnellauslöser. So, Verbesserung. Hier haben wir ja nichts Neues. Und auch bei der Waffe wahrscheinlich nichts. Ja, ja. Please return covered in blood. Ah, ist so geil. Okay. Hier haben wir auch grundsätzlich nichts.
So, wo sind denn die? Was war denn das nochmal schnell? Verderbender Korpus, Ausdehnung, Umlenkung, Umlenkung, ne? Die beiden Umlenkungen fusionieren. Ja, die bringt nicht so viel. Am nächsten Stich kann ich irgendwas rein? Ich könnte das Trommelmagazin rein. Die Umlenkung auf 5, 80% Shit-Kapazität, wow, nice. Willst du was bringen? Nee. Gut, ich lasse es noch. Bringt es nicht, bringt leider nicht so viel. Oft mache ich einfach mal bei der werde ich hier einfach irgendwas reinlegen, weil ich habe jetzt noch 2 Punkte, da kann ich ruhig noch was reinlegen. Die Frage ist nur, was wollen wir drin haben? Mehr Gesundheit, Ausdehnung, Fähigkeitenreichweite plus 5%. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach die Ausdauer rein. Mehr Ausdauer rein, dann haben wir noch mehr Leben, was auch schön ist. Gut. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir hier brauchen. Schaltkreise und neurale Sensoren, okay. Ich hätte gern die Waffe. Die Waffe hätte ich, ja, die hätte ich schon gern. Quest haben wir, wie man sieht, keine. Jetzt weiß ich leider nicht, was ich machen soll. So. Ich sehe hier leider nichts Sensorenmäßiges, doch hier. S-Plan Schaltkreise, genau. Ja, dieses Sensording weiß ich gar nicht, wo ich das herbekommen sollte. Morphide, Detonit, okay. Vielleicht. Ja, da kann sein, dass man das vielleicht auch zusammen farmen muss. Oder es droppt halt irgendwann, das weiß ich nicht. Da kann man sich ja vielleicht mal schlau machen. Ich werde einfach mal da reinschauen. Da gibt's auch... Ja, Schaltkreise gibt's hier zu farmen. Frage ist nur, wo? Das heißt, wir machen in der nächsten Folge Keterian auf dem Planet, was war das? Venus. Und da werde ich noch eine andere Modifikation reinschmeißen im Offscreen, weil ich habe ja verschiedene. Und da sind Korpus vorhanden und die werde ich damit erledigen. Ne? Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und tschüss, bis dann. Baba.